Die Atombombe. Woher hast du die? Was, du willst eine? Nachmacher. Geh weg von ihm. Ich erledige das. Du hast mich betäubt, hast mich... Lois, mein Sohn. Erst Krypton, jetzt Metropolis. Leute, die dir nahestehen, explodieren wohl gerne mal, was? Superman nicht! Deshalb mag ich dich, Superman. Du bist viel leichtgläubiger als... Du denkst, du kannst eine Familie haben. Dieses Gefängnis wird mich magisch verändern. Und ihnen wird es gut gehen. So stark und so dumm. Mach dich auf den Weg, damit ich ausbrechen kann. Ich muss Pläne schmieden, um das hier zu toppen. Es reicht. Ich weiß, es ist etwas früh, aber kannst du jemals wieder lieben? Bring deine nächste Familie einfach mal nicht um. Wonder Woman, Aquaman, bringen wir es zu Ende. Ich muss zum Wachturm. Bevor Luther uns Stein. Doomsday. Sollte eigentlich ein gemeinsamer Angriff werden. Clark vergisst manchmal, dass er nicht alles allein schaffen kann. Die heutige Abendunterhaltung, Raven. Supermans Scheitern. Ich verabscheue Gewalt, Luthor. Aber dich mag ich noch weniger. Ich hab gedacht, du hättest da schon aufgeräumt. Ich bin Cyborg, kein Zauberer. Nightwing ruft Batman. Hörst du mich? Wir brauchen hier deine Hilfe. Nachdem ich Arkham überprüft habe, ich muss sicher sein, dass Luthor ihn nicht rausgeholt hat. Er schafft das. Wir sind ja verloren. Bin gleich da, Dick. Wir haben ihn immer im Auge behalten, Batman, wie du wolltest. Er hat sich seit Stunden nicht bewegt. Was zum Teufel? Was ist das? Wie hat der Joker das gemacht? Er war es nicht. Die echte Falle ist hinter uns. Du bist so schlau. Ah.
bist jetzt Luthors Schoßhündchen, Deathstroke? Jetzt halt gutes Geld. Und als Bonus darf ich Batman töten. Tut mir leid, Deathstroke. Du kriegst keinen Bonus. Batman an Wachturm. Komm. Nightwing. Green Arrow, was war das? Das Grollen der Götter, Flash. Das Grollen der Götter. Was bedeutet das für uns? Wir sind die, die die Sauerei wegmachen müssen. Wenn das dann alle Störungen waren. Ich habe fast 2 Minuten gebraucht, um deine Verschlüsselung zu knacken. Sehr gut. Bane! Darauf habe ich lange gewartet. Jetzt mache ich dich fertig. Bane, Catwoman, Grundy. Du bist ganz allein, Luthor. Das ist nun mal bei Genies so. Psychopathen wie du. Ihr Heldentypen seid doch alle gleich. Von nahem noch langweiliger. Du strapazierst meine Geduld. Du wirfst jetzt mit Spielzeug? Es ist an der Zeit, dich Demut zu lehren. Du bist ganz allein, Luthor. Superman, Meldung machen. Erledigt. Die anderen räumen auf. Ich nehme Doomsday mit in die Tiefen des Alls. Aber bitte sehr tief. Was ist das? Das ist der geht dich gar nicht an Alarm. Radiologisch. Metropolis. Ich sehe schon die Schlagzeile. Liga der Gerechten scheitert. Clown tötet Millionen. Du hast ihm eine Atombombe gegeben? Die meisten Mitglieder der Liga sind tot. Supermans geliebte Stadt ist zerstört. Ich tröste die Massen, indem ich sie neu errichte. Nach meinen Vorstellungen... Er war fertig. Batman hier. Alarmstufe rot. Alle zu diesen Koordinaten. Sofort! Der Glatzkopf sagte, denk daran. Ja, das war's. Mr. J, es funktioniert. Oh-oh. Zurück zum Van, Harley. Bats und ich müssen reden. Aber Süßer. Verschwinde. Niemand mag ein fünftes Rad am Wagen. Batman, mein Coeur de Coeur, mein Pomme de Frit. Ich wusste, dass dieser Deathstroke-Affe dich nicht töten kann. Nicht gut für dich. Warum so nervös? Das ist doch nur Standby. Um diesen Knopf solltest du dir Sorgen machen. Da sind sie. Er soll weiterreden, Bruce. Harry, warte nicht auf uns! Los! Du drückst den Knopf und 8 Millionen sterben. 8 Millionen und 2, mein Lieber. Ich wollte das Feuerwerk aus sicherer Entfernung genießen. Aber wenn du schon mal hier bist, lass uns noch einmal tanzen. Musik.
zum Teufel ist mit dem Ding los? Das ist alles deine Schuld. Metropolis, aber... Vielleicht war ich vorhin zu sentimental. Ich komme ohne dich klar. Bleib bloß unten. Und sei still. Das ist ein Albtraum. Gotham, so ungefähr. Also, zeitliche Verschiebung, alternative Erde? Beides möglich. Wir könnten in eine andere Dimension gesprungen sein. Oder Ereignisse auf unserer Zeitlinie wurden verändert und wir sind in einer neuen, anderen Gegenwart. Wir müssen rausfinden, was stimmt. Schnell. Wenn Jokers Bombe explodiert ist, müssen wir zurück. Der Wachturm sollte doch alle Anomalien aufgezeichnet haben. Den Wachturm gibt es vielleicht gar nicht. Ich bekomme keine Verbindung. Wir müssen das herausfinden. Sobald mein Ring aufgeladen ist, bringe ich uns dorthin. Die Atlantis-Archive. Wenn dies eine veränderte Zeitlinie ist, finden wir dort vielleicht Aufzeichnungen, die belegen, was es ausgelöst hat. Falls es ein Atlantis gibt. Das sollten wir herausfinden. Wir beide sollten hier alles überprüfen. Ring, wo ist die nächste Ladebatterie? Das Gelände von Ferris Aircraft in Coast City. Ah, wenigstens das hat sich nicht verändert. Verhaltet euch ruhig, ich bin sofort zurück. Wo sagtest du, befindet sich die Batterie? Im Büro von Carol Ferris. Nächster Gang links, dritte Tür rechts. Es ist die vierte Tür. Ganz schön hartnäckig, was? Ich habe keine Angst vor euch Kindern. Und ob du das hast, ich kann es spüren. Raven? Cyborg? Das ist deine letzte Chance, die Amnestie des Hohen Rates zu akzeptieren, Deathstroke. Um erzogen zu werden in eurem Lager? Eine Marionette zu werden? Wie du? Der Boss ist großzügig. Ich wäre das nicht. Die meisten Titans starben vor 5 Jahren in Metropolis. Ich hätte damit nichts zu tun. Egal. Du stehst trotzdem auf der falschen Seite des Gesetzes. Richte das. Deinem Boss aus. So läuft das hier also? Du bist also wieder grün? Hier stimmt etwas nicht. Das ist Hal Jordan, aber... Verschwindet, das war's für euch. Bestimmt nicht unserer. Fühlst du seinen Schmerz? Noch nicht. Wenn wir mit Deathstroke fertig sind, sollten wir dreimal mit dem Hohen Rat reden. Genug! Wer auch immer ihr seid, ihr steht unter Arrest. Sie wird mich wohl mit Sicherheit nicht mehr nerven. Wer ist dieser Hohe Rat, der dich in einen zweitklassigen Schurken verwandelt hat? Dir gebe ich gleich zweitklassig. Rede, und zwar jetzt. Na gut, reden wir über deine aktuellen Schwierigkeiten. Und wie ich diesen Kopf kreuz und quer schlage. Mein Kopf sitzt noch gerade. Verdammter Abschaum. Ihr wollt mich töten.
Lass mich! Hey, ich gehöre nicht zu denen. Wer immer du sein magst, sie kennen dich. Sie kriegen dich. Hast du den Mut, ihre Amnestie abzulehnen? Für wen arbeiten sie? Wer könnte solche Meters unter Kontrolle halten? Hal, bist du da? Hal! Wonder Woman? Du solltest lieber schnell herkommen. Sinestro ist hier. Sinestro? Er greift Bewohner an, die... Bin unterwegs. Ich muss meinen Ring aufladen. Dann werden wir eine kleine Reise machen. Es wird mir Spaß machen, Green Arrow erneut sterben zu sehen. Wonder Woman, Green Arrow, jetzt Hal Jordan? Das wird ja immer besser. Du amüsierst mich, Jordan! Die Unterdrückung deines Heimatplaneten reicht dir wohl nicht, Sinestro. Die eine Erde-Regierung ähnelt der meinen auf Korugar. Eine Allianz wäre nur logisch. Bis jetzt akzeptiere ich Menschen. Sogar Hal Jordan. Mein Doppelgänger ist auf deiner Seite. Wie alle, die leben wollen. Ich widerstehe der Gefangenschaft erneut. Alles klar? Hal! Ich wurde gerufen. Gehörst du zu Sinestros Korps? Sinestro hat recht. Angst ist effektiver als Willenskraft. Du bist also von grün zu gelb gewechselt. Die Farbe der Feigheit. Ich stehe immer noch unter Befehl, wie die Wächter. Ich bin sicher, dass sie stolz auf dich sind. Heuchelei ist einfach, wenn man nicht weiß... Spar dir das. Zeit, mir auf die Fresse zu hauen. Das war surreal. Und etwas verstörend. Ja, dieses Gelb sticht ganz schön ins Auge. Wir müssen los. Verstecken sich vor der Polizei. Gibt's hier denn gar keine guten Jungs? Vielleicht ja doch. Noch nichts? Die Energiesignatur aus dem Park stimmt mit keiner aus der Datenbank überein. Warum nicht einfach auf der Frequenz der Signatur schwingen und ihnen folgen? Weil wir nicht wissen, ob sie an einen gefährlichen Ort führen. Oder überhaupt irgendwohin. Nein, Superman hat recht, es ist viel zu gefährlich. Schade, dass ich nicht schnell genug reagiert habe, um sie zu schnappen. Wir finden sie. Wir müssen einfach. Welch seltene Ehre, Eure Hoheit. Ich brauche Informationen über die Regierung der Oberwelt. Geschichte und aktuelle Strukturen. Ah, für die Vertragsverhandlungen mit dem Hohen Rat. Ja, die Vertragsdiskussion. Ich fürchte, unsere Quellen sind begrenzt. Superman war nie gewillt, etwas vom Innenleben seines Regimes preiszugeben. Sag mir, was du über die Ereignisse dieses Aufstiegs weißt. Eine vollständige Überprüfung sollte zu neuen Strategien für Verhandlungen führen. Es ist mir eine Ehre, Herr. Vor 5 Jahren hat der Verbrecher Joker Superman dazu gebracht, seine Frau und seinen ungeborenen Sohn zu töten und Metropolis zu zerstören. Von Trauer zerfressen tötete Superman den Joker. Ja, wir können uns noch alle gut an den Tag erinnern. Danach kannte er keine Gnade. Als Richter, Geschworene und Henker konnten er und andere Metamenschen die kriminellen Elemente schnell in die Schranken weisen. Dadurch wurde er sehr beliebt. Die Oberwelt hatte auf eine starke Führung gewartet. Superman konsolidierte seine Macht. Er schuf die eine Erde-Regierung. Demokratische Institutionen verschwanden. Herr, die Gesandten des Hohen Rates erwarten euch im Thronsaal.
Flash. Shazam. Willkommen. Eure Hoheit, es ist eine Ehre, euch zu treffen. Als erste Bewohner der Oberwelt, die Atlantis betreten dürfen. Ja, wir haben wichtige Angelegenheiten zu besprechen. Den Vertrag. Den finalen Entwurf. Superman ist sehr erfreut, dass ihr seinen Vorschlägen zugestimmt habt. Darf ich? Gibt es ein Problem, Eure Hoheit? Das bedeutet vollkommene Unterwerfung. Superman wird über Atlantis herrschen. Dem habt ihr zugestimmt. Das erwarten wir. Ihr droht mir? Seid vorsichtig. Wir haben unsere Befehle. Richtet es Superman aus. Er wird Atlantis nicht bekommen. Zur Hölle mit euren Befehlen. Wir kommen hier nicht weiter. Ich will mit Superman sprechen. Ihr sprecht nicht mit Superman. Ihr werdet tun, was ihr verlangt. Ihr werdet tun, was ihr versprochen habt. Ihr seid beide miese Diplomaten. Das ist der Herr. Also gut. Die Paralleldimension. Für wen arbeitest du, Thronräuber? Manta? Ocean Master? Ich bin der König von Atlantis. Ich höre auf niemanden. Im Gegensatz zu dir. Zügle deine Zunge. Du würdest dein Königreich wie ein paar alte Stiefel hergeben? An einen Bewohner der Oberwelt? Der Vertrag verpflichtet Superman, die Ozeane zu erhalten und unsere Autonomie anzuerkennen. Die Armee muss unter seinem Befehl stehen. Ein notwendiger Kompromiss. Wohl eher ein Zugeständnis. Das ermüdet mich. Ergreift ihn. Ich wollte dir eigentlich meine Hilfe anbieten. Aber das gilt nicht mehr. Reden wir über eine neue Außenpolitik. Tötet ihn! Was jetzt? Die schießen immer zuerst, was? Ich habe die Sache aber vielleicht ein bisschen angeheizt. Ares, was machst du hier? Ich brauche den Kampf und wäre fast verhungert. Ich spürte die Rückkehr der Aggression und suchte ihren Ursprung. Du hast mehr als das getan. Du hast uns hierher gebracht. Nein, aber ich kann mir denken, wer das war. Mein Feuer muss nicht angeheizt werden, Ares. Sag mir, wer es war. Du willst mir Befehle erteilen? Allerdings. Und du wirst gehorchen. Du bist schwach, Ares. Supermans Herrschaft hat beinahe alle Konflikte gelöst. Und mich ohne Macht zurückgelassen. Wenn du uns nicht hergebracht hast, wer dann? Die, die Supermans Herrschaft ein Ende setzen wollen. Die Aufständischen. Helden? Nur einer. Alle Helden, die Superman herausforderten, wurden ausgelöscht. Er hat sie getötet. Und jetzt sind nur noch die übrig, die sich ihm angeschlossen haben? Neben ein paar ehemaligen Schurken, deren Loyalität gekauft oder erzwungen wurde. Ich muss meine Kameraden treffen. Sie sind gerade bei den Aufständischen. Sende mich zu ihnen.
Wie bist du hierher gekommen? Ares. Nicht unser Ares. Das wissen wir. Darf ich vorstellen, nicht unser Batman. Ich habe mich gefragt, wie ich dich aus Atlantis zurückholen könnte. Kopfschmerzen? Ich versuche, sie zu vermeiden. Es ist ein Stabilitätsverbesserer, 5U93R. Wie kann eine Pille... Kryptonische Nanotechnologie verbessert die Stärke der Knochen und des Gewebes um mehrere tausend Prozent. Batman kann dir den Rest erzählen, wenn du mal Probleme beim Einschlafen hast. Er hat das Rezept von Superman. Superman gibt es einen Lakaien. Ja, ich habe eine Menge unserer bösen Zwillinge getroffen. Sie sind nicht bösartig. Die meisten folgen Superman aus Angst. Oder sie denken, dass er recht hat. Sie haben den Durchblick verloren. Du bist also als Einziger übrig. Nein, nicht nur ich. Wie soll ich das... Wieso lebst du überhaupt noch? Er gehört zu mir. Im Gegensatz zu eurem Luther habe ich nie das Gesetz gebrochen. Superman würde niemals glauben, dass sein bester Freund hinter dem Aufstand steckt. Luthors Beteiligung ist ein Geheimnis. Supermans Kritiker verschwinden. Regierungsbeamte, Aktivisten, Journalisten. Da wir nun alle hier sind, sag uns, wieso du uns ausgewählt hast. Und wieso du nicht gefragt hast, bevor du uns hergeholt hast. Wir sind beschäftigt. Die Atombombe? Sie ist nicht explodiert. Dein Transfer hat das irgendwie verhindert. Wieso weißt du das? Wir haben euch einige Zeit beobachtet. Euch vier, um genau zu sein. Ich habe eine Waffe, um Superman auszuschalten. Ein Laser auf Kryptonitbasis, der... Halt. Eine Kryptonitwaffe? Wenn du das machst, bist du nicht besser als er. Ich sagte nicht töten. Es macht ihn kampfunfähig, mehr nicht. Die Waffe ist in der Betthöhle. Ich brauche deine DNS, um sie zu öffnen. Der Kragen funktioniert. Gut. Umerziehung hätte bei ihm keine Wirkung. Und ich soll wirklich nicht bleiben? Kerl, ich weiß, dass du dein Supergehör nicht verloren hast. Ist das okay für dich? Mit uns? Natürlich. Ich will sie nicht ersetzen. Ich dachte nur, dass wir... Ich weiß. Mach weiter. Alles gut. Ich gehe. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass Lantern... unterwegs ist. Mein Supergehör funktioniert wohl noch. Hoher Rat? Mir gefällt Dianas neues Aussehen. Wir haben ein Problem. Ich bin Dianas Zwilling begegnet. Und jemanden, der aussah wie Oliver Queen. Und Hal Jordan. Finde sie und alle anderen dort draußen. Ich muss alles wissen.